So, weiter geht's mit Mass Effect 3 und mir, dem Eli. Folge 99. Wir haben fast die 100 geschafft. Lass mich raten, da kommt jetzt irgendwie Scheiß. Immer noch dabei, den Admiral Koros zu retten, der hier gestrandet ist. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Wieder Liara. Liara, ihr Job. Schon unterwegs. Tali brauche ich, um die Geth zu übernehmen. Oh shit, ich muss da schnell zum Geschütz hin. Oh nein. Bescheid. Nieder mit dem Turm. Commander Shepard, Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen, wir treffen uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Das heißt, er opfert jetzt seine Männer, damit er den Frieden wahren kann. Oh, ganz dicke Wurmen werden jetzt ausgepackt. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen! Sie können gehen. Los! Geth, hinter Ihnen! Gehen Sie in Deckung! Admiral, kommen Sie! Whoa! Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo?
Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Alle draufgegangen. Ja, sie haben Shuttle dafür benutzt, um die Kanonen zu zerstören. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Wow. Das ist eine voll entwickelte KI. Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Das sieht schon sehr nach Gehirnaktivität aus. Wenn man sich mal so ein Gehirn angeschaut hat, dann weiß man, ist so ähnlich. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich meine... Da kann man wieder die Frage stellen, leben Maschinen denn? Können Maschinen leben? Können Maschinen ein Bewusstsein haben? Das sind alles so Fragen, die man, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht beantworten. Im Spiel hier kann man sie wahrscheinlich beantworten. Wir haben ja Edi als bestes Beispiel dafür. Ja, ich glaube, ich würde immer dieselbe Antwort geben. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Verdammt, aber sie müssen auch gleichzeitig sterben. Nein, ich stecke in einem dummen Dilemma. Ich glaube, ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Natürlich ist das organische Leben wichtiger als das synthetische Leben. Gar keine Frage. Oh nein. Was sagt denn die schlaue Uhr? Habe ich dann schon genug zusammen? Oh Gott, stimmt, ich habe ja gerade jetzt wieder angefangen. Ich glaube... Warum auch immer, sie gehören zu den Reapern. Aber sie haben zugegeben, dass wir leben. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edi, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Halten Sie durch? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können.
Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen Sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen Sie sie zurück. Dann fallen uns die Gef in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Ich habe Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Weitere Schiffe gefährden nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Ach, halt's Maul, danke, Kollege. Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Der ist echt nervig. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die Quarianer. Ich bin jetzt relativ gut ausgerüstet schon, was Kriegsaktivposten angeht. Haben wir hier hinten irgendwas? Nein. Ich möchte ganz kurz mal was gucken. Geht gleich weiter. Das habe ich mir gedacht. Egal, machen wir weiter. Von nichts kommt nichts. Vielen Dank für Ihre Rettungsbemühungen, Commander. Ich habe gern geholfen. Trotz unserer Meinungsverschiedenheiten ist Admiral Corus ein ausgezeichneter Commander, der die Zivilflotte vielleicht sogar retten kann. Was brauchen Sie? Das hatten wir schon. Sie können zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Ich glaube, ich werde hier mal einen ganz kurzen Schnitt machen und dann geht's gleich weiter.